Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Grey Matter. Wir wurden jetzt zum Frühstück eingeladen. Wir gucken aber, dass wir uns noch mal draußen ein bisschen umsehen können. Wir wollen das noch ein bisschen nutzen. Das Haus hatten wir uns ja schon angeguckt. Ich muss eine Karte oder etwas Ähnliches finden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die nächste Bushaltestelle ist. Okay, ich dachte, weil da steht Bushaltestelle, dass sie halt auch zur Bushaltestelle gehen würde direkt. Da wäre quasi eine vor der Tür. So habe ich das verstanden. Oh, das sieht da schön aus, die Statue. Ich liebe diese ganzen alten Gothic-Sachen hier überall. Wirklich ein cooles Haus. Ja gut, das muss ja auch dementsprechend alle Ehre machen, was hier untersucht wird, würde ich mal sagen, oder? Der Turm ist irgendwie merkwürdig, so abseits wie er da steht. Sieht eher wie eine Miniatur oder Nachbildung aus. Ja, vielleicht. Aber so abseits steht er doch gar nicht. Da habe ich gestern mein Motorrad reingestellt. Ich werde es wohl stehen lassen. Ist eh nur noch ein Haufen Schrott und die Reparatur wäre viel zu teuer. Ja, aber vielleicht kann man das ja dennoch reparieren. Sieht ganz so aus, als könnte es jede Sekunde wieder zu regnen anfangen. Typisch. Ja, den Gedanken habe ich auch, wenn ich mir Bäume angucke. So, sonst haben wir ja auch gar nichts weiter. Alles klar. Und hier auch soweit nichts. Gut. Das Schild hatten wir uns ja auch schon angeguckt. Im Foyer waren wir, im Speisesaal und im Salon. Wir könnten noch essen gehen, ja. Aber ich wollte gerne nochmal hier oben gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Da ist noch eine Tür. Den Mönch kann ich mir auch noch angucken. Sieht wie ein Mönch aus. Oder wie Quasimodo nach einer Schönheitsoperation. Da ist wahrscheinlich noch ein Schlafzimmer. Ich mache die Tür lieber nicht auf. Wer auch immer da drin ist, könnte sich gestört fühlen. Ja, vielleicht ist das die ältere Dame, die unten ist. Scheint ein weiteres Schlafzimmer zu sein. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Okay, dann haben wir uns... Ach, wir könnten eigentlich noch gucken in ihrem Zimmer, ob wir uns da genügend umgesehen haben. Ne? Nochmal zurück. Die Ladebildschirme sind zwar ein bisschen störend, aber dauern eigentlich gar nicht mal so lange. Gucken wir mal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, das haben wir alles. Ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass uns irgendeine Sache verloren geht, auch wenn sie eigentlich nur sowas sagt wie, ich rauche nicht. So, dann gehen wir in die Küche und frühstücken. Lass es dir schmecken, meine Liebe. Nur keine Scheu. Das riecht einfach fantastisch. Ich wusste nicht, wie du die Eier magst. Deswegen habe ich sie so gekocht, wie ich sie am liebsten esse. Aber am Morgen kann ich sie so zubereiten, wie sie dir am besten schmecken. Ich bin nicht wählerisch. Ach, ist doch kinderleicht, egal wie man sie kocht. Und außerdem sage ich immer, dass man ein gutes Frühstück für den Start in den Tag braucht. Oh mein Gott, das sind die besten Eier, die ich jemals gegessen habe. Seine Herrschaft mag sie immer ganz frisch. Alle paar Tage werden wir von einem Bauern beliefert. Du scheinst ja ganz schön hungrig zu sein. Was setzen sie dir denn drüben in Oxford vor? Oxford? Das Übliche. Außerdem habe ich in meinem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der so verkühlt, nass und müde war wie du gestern Abend. Ich hoffe doch, du bist den ganzen Weg hierher nicht zu Fuß gelaufen. Gleich am Ende der Straße ist eine Bushaltestelle. Sind nicht mehr als 20 Meter. Der Bus fährt direkt nach Oxford Zentrum. Wow. Freust du dich etwa immer noch über die Eier? Nein, es ist nur... Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Bevor du gehst, wirf bitte einen Blick auf die Anweisungen, die seine Herrschaft für dich an der Kellertür befestigt hat. Seine Herrschaft? Oh, ich meine natürlich Dr. Stiles. Er arbeitet heute Morgen unten im Labor und will nicht gestört werden. Du hast sicher die eine oder andere Frage. Sei nicht schüchtern und frag einfach drauf los, Samantha. Nennen Sie mich doch Sam. Aber ist ja komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Ihnen gestern Abend meinen Namen gesagt zu haben. Ich habe das Schildchen an deinem Rucksack gesehen, als ich deine Wäsche gewaschen habe. Du solltest besser deine Oxforder Adresse angeben. Falls du deinen Rucksack verlierst, bringt es dir nichts, wenn er zurück nach Amerika geschickt wird, oder? Ich bin übrigens Mrs. Dalton. Das habe ich dir zwar gestern schon gesagt, aber ich vermute, da hast du schon halb geschlafen. Aha.
Aha, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Andere Bewohner, London-Gemälde im Foyer, Forschungszentrum. Und auf Wiedersehen. Wer wohnt hier alles? Dieses große Haus muss dir wie ein alter, verlassener Ort vorkommen. Manchmal bin ich mir dessen gar nicht bewusst. Nur seine Herrschaft und ich leben hier. Nur zwei Leute? In diesem riesigen alten Haus? Er ist nicht gerne in Gesellschaft. Hör mal, er ist manchmal schwierig. Das will ich nicht abstreiten. Aber egal, was du in der Universität aufgeschnappt hast, glaub es nicht. Ich bitte dich nur darum, dir selbst eine Meinung zu bilden. Wenn du das tust und keine schwachen Nerven hast, wird es keine Probleme geben. In Ordnung. Und das Wichtigste, erwähne unter keinen Umständen den Unfall. Den Unfall? Was für ein Unfall? Vor allem, wie sie da die ganze Zeit schlingt und isst, die müsste schon viermal fertig sein. Wissen Sie, bevor ich nach Oxford gekommen bin, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es hier in der Gegend so abgelegene Landstriche gibt. Oh ja, hier ist es ziemlich ländlich. Gott sei Dank. Wie lange braucht der Bus nach Oxford Zentrum? Etwa 30 Minuten. Er hält auf dieser Linie ziemlich oft. Wenn wir schon dabei sind, auf welchem College bist du eigentlich? Ich glaube, der Studentendienst erwähnte St. Edmund Hall. Oder bringe ich da jetzt etwas durcheinander? Stimmt schon. Ich bin auf dem College St. Edmund Hall. Soll ja ein ziemlich schönes College sein. Ja, schon. Wetten, die weiß, dass wir nicht die sind, die, für die wir uns ausgeben? Wie weit ist London von hier weg? London? 1,5 Stunden, würde ich sagen. Egal, ob mit dem Zug oder mit dem Auto. Auch wenn ich bei dem Verkehr dort niemals selbst fahren würde. Nicht für 1 Million Pfund. Gut zu wissen. Nicht zu weit weg und glücklicherweise dennoch weit genug, so sagt man hier. Ich habe das Gemälde über der Treppe gesehen. Eine hübsche Frau. Ist das die Tochter von Dr. Stiles? Wenn du in diesem Haus zurechtkommen willst, solltest du diese Art von Fragen nicht stellen. Niemals. Geht klar. Tut mir leid. Ich habe das Schild an der Tür gesehen. Zentrum zur Erforschung von Wahrnehmungsanomalien. Was genau bedeutet das? Das Zentrum war Dr. Stiles' Idee. Er hat es mit seinem Freund Dr. Hellborn ins Leben gerufen. Wie aufgeregt sie waren. Sie hatten viel zu tun. Zumindest am Anfang. Dann ist jedoch etwas vorgefallen und... nun ja, er hat das Zentrum geschlossen. Aber was genau sind denn diese Wahrnehmungsanomalien? Hat man dir denn in der Universität gar nichts erzählt? Dr. Stiles hat sich mit Patienten beschäftigt, die einen Schlaganfall, Gehirnverletzungen oder dergleichen erlitten hatten. Er hat immer gesagt, dass diese Fälle ihm mehr Aufschluss über die Gehirnfunktionen geben würden als gesunde Patienten. Ist er jetzt pensioniert? So könnte man es nennen, ja. Er hat seit Jahren keine Patienten mehr gehabt. Naja, wenn er an irgendwas forscht, unten im Keller, in seinem Labor im Keller... Klischee und so. Ich weiß nicht, warum er da keine Patienten empfängt. Was genau hat die Assistentin von Dr. Stiles eigentlich zu tun? Also aus ihrer Sicht meine ich. Wir hatten noch nie eine. Man hat ja doch sicher beim Studentendienst genaueres gesagt. Hauptsächlich geht es um den lästigen Papierkram. Akten einsortieren, arbeiten am Computer. Solche Sachen eben. Es wird nicht so viel Zeit beanspruchen, dass du dein Studium vernachlässigen müsstest. Ich habe den Leuten beim Studentendienst gesagt, dass es nicht unbedingt eine Medizinstudentin sein muss. Er lässt sowieso niemanden an seine Arbeit ran. Ich nehme an, Medizin ist nicht dein Steckenpferd, oder? Hat mich das Tattoo verraten? Nichts für ungut. Was studierst du denn? Englische Literatur. Na, das klingt doch gut. Ich wollte dich noch fragen, ob du das Zimmer weiterhin benutzen möchtest oder ob du in der Universität schläfst. Das Zimmer? Das Zimmer, das du letzte Nacht hattest. Du kannst es jederzeit haben. Es steht ja sonst sowieso leer. Klingt verlockend. Essen kannst du auch hier. Falls du mal spät dran bist, stelle ich dir das Essen einfach in den Kühlschrank. Ich bin mir sicher, dass eine junge Frau wie du weiß, wie man eine Mikrowelle bedient. Klar. Ich sehe keine Mikrowelle. Wo ist hier eine Mikrowelle? Ich sehe ein Toaster, ein Mixer, ein Messerblock. Eine Mikrowelle sehe ich aktuell nicht. Aber das kann ja auch sein, dass es da steht, hier steht, hier sieht es aus. Doch, das ist ein Topf. Ich dachte erst, es wäre eine Vase auf dem Herd. Man hat es mir an der Universität zwar gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich es noch richtig im Kopf habe. Wie sieht es neben dem Zimmer und der Verpflegung nochmal mit der Bezahlung aus? Sowas.
Du hast wohl wegen gestern Abend Fieber bekommen. Ich dachte immer, die Bezahlung sei den Studenten das Wichtigste. Das stimmt. Aber ich habe mich nach einer ganzen Reihe von Jobs umgesehen. Und es kann gut sein, dass ich da etwas durcheinandergebracht habe. 50 Pfund. Ah, richtig. So hatte ich es auch in Erinnerung. Danke. Genau, so hattest du das in Erinnerung. Ganz genau. So, jetzt können wir uns hier in der Küche umsehen. Da geht's in Richtung Foyer. Da können wir an der Pinwand was angucken. Sie macht einen sehr netten Eindruck. Aber man kann nie wissen. Ich denke, sie ist eine ganz loyale Haushälterin. Und die ist bestimmt schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit hier beschäftigt. Und dementsprechend sollte ich mich wirklich daran halten, was sie sagt. Also bestimmte Fragen nicht stellen. Für gerade mal zwei Personen ist die Küche ja ziemlich gut ausgestattet. Hier müssen irgendwann mal viel mehr Leute gewohnt haben. Vor allem gehe ich auch stark davon aus, dass ich mich schon an sie wenden kann, aber halt auch vorsichtig sein muss. Wenn ich so arg rebelliere, kann sie mir auch zum Feind werden, ne? Sie weiß schließlich mehr, als ich es jetzt irgendwie, oder als es sich irgendwer vorstellen kann, sagen wir es mal so. Wenn wir uns die Pinnwand mal näher angucken. Der Kalender ist völlig veraltet. Aber warum? Die Visitenkarte eines Psychologen. Eine Nummer, die man immer griffbereit haben sollte. Schließlich kann man nie wissen, wann bei einem mal die Sicherungen durchbrennen. Hat er nicht gesagt, dass er mit einem Dr. Hellborn das Zentrum geöffnet hatte? Polizeipräsidium Oxford. Beruhigend zu wissen. Sonst kann ich mir hier nichts angucken. Nope. Hier sonst? Ach, den Ofen kann ich noch, ein Fenster. Das hatte ich noch gesehen, das Fenster. Sie macht einen sehr netten Eindruck. Nein, nicht Mrs. Dalton. Das ist gut, der Ofen. Dieser alte Kamin wurde mit moderner Technik versehen. Coole Sache. Da draußen ist es ein bisschen ungemütlich. Nur ein bisschen. So, und was machen wir jetzt? Gucken wir uns jetzt doch mal die Nachricht genauer an. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn du dir einen Gegenstand genauer ansehen möchtest, kannst du näher ranzoomen. Beweg den Gegenstand mit gedrückter rechter Maus und zoome dann mit dem Mausrad. Ah, okay. Also so. Also ich kann auch direkt reinzoomen. An die neue Person. Ach, was für ein Charmeur. Mach's dir hier nicht allzu bequem, Houdini. Sie müssen heute nur eine einzige Sache erledigen. Nennen Sie es von mir aus einen Test. Wenn es Ihnen nicht gelingen sollte, können Sie Ihre Sachen packen und heute Abend wieder auf den Campus zurückkehren. Ich habe ein Experiment geplant, aber trotz einiger Aushänge in der Stadt haben sich bisher keine verlorenen Schafe gemeldet. Finden Sie 6 Studenten für mich, die heute Abend freiwillig mitmachen. Geben Sie Mrs. Dalton Ihre Mobilnummer. Dr. Stiles. Versuchspersonen für neurobiologisches Experiment. Bezahlung 15 Pfund pro Stunde. Das wird alles ganz easy. Studenten brauchen doch immer Geld, oder? Ja, denke ich nämlich auch. Deswegen. Habe ich überhaupt ein Handy? Ich habe ein Problem. Dr. Stiles will, dass ich Ihnen meine Handynummer gebe. Aber ich habe gar kein Handy. Ach, nimm meins. Normalerweise ruft sowieso nur meine Schwester an. Und sie ist gerade im Urlaub. Wirklich? Danke. Ich hatte zwar eins, aber das hat mir doch tatsächlich ein Eichhörnchen weggeschnappt. Echt übel. Das können ganz schöne Quälgeister sein, nicht wahr? Jetzt haben wir ein Handy. Gucken wir uns genau an. Dann kann ich einfach irgendwen anrufen. Ich kann die Nummer selber wählen. Sollte ich mir da Nummern sicherheitshalber mal notieren? Ich weiß es nicht. Ich mach das gerade mal. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Die Nummern sind notiert. Wir machen jetzt mal weiter und gucken mal uns weiter um. Wir sollen Studenten finden. Also müssten wir eigentlich zur Bushaltestelle gehen, ne? Um dann nach Oxford Zentrum zu fahren. Oh,
Oh ja, du kannst ab jetzt nach Oxford gehen. Mit dieser Karte kannst du dich an die Orte begeben, die du kennst. Zudem wartet sie mit einigen Hinweisen auf, was dein Abenteuer angeht. Ah, die Karte kann ich mit M. Okay. Da kann ich zum Zentrum Oxford gehen. Okay. Da ist das Treadhill-Anwesen. Gut, gut, gut. Interessant, interessant. Also bis jetzt? Das ist also Oxford. Nicht schlecht. Ich muss genügend Studenten für das Experiment zusammenkriegen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch ein bisschen umsehen. Vielleicht finde ich ja hier in Oxford irgendwas, das mit dem Daedalus-Club zu tun hat. Also bis jetzt finde ich es ja eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, es ist von der Steuerung gut, vom Design her, von der Aufmachung. Thematik gut, haben wir jetzt noch nicht viel in Erfahrung gebracht, aber immerhin, ne? Oh, was ist das da? Interessant. Diese Kreuzung bestand früher aus staubigen Wegen und diesem Turm. Jetzt steht er mitten in der Stadt. Interessant. Okay, mehr ist da nicht gut. Im Moment gibt es keinen Grund, die Telefonzelle zu benutzen. Aber davon abgesehen, dass wir auch ein Handy zur Verfügung haben, ne? So, wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, in die Cornmark Street zu gehen. Und hier in die Queen Street. Und, oh, Schild mit Wappen und dampfender Gulli. Das können wir uns auch noch angucken. Ein dampfender Gulli. Dann denke ich mal, gehen wir als erstes in die Queen Street. Aha. Arkham College. Dingster College. Jedes College hat sein eigenes Wappen. Wirklich stilvoll. Vielleicht sollten wir uns das von Edmund Hall merken. So ein gelbes mit... Sieht aus wie grüne Els. Ich finde das auch eigentlich ganz cool, dass jedes College so sein eigenes Wappen hat. Da brauche ich ein bisschen schneller laden. Ich will doch nur in eine Straße rein. Da ist ein Student. Noch ein paar Studenten. Hey, du hast einen Zettel verloren. Was? Schau mal. Falls du heute Abend noch nichts vorhast, kannst du dir mit diesem Job 15 Pfund pro Stunde dazu verdienen. Jeder Student ist doch knapp bei Kasse, oder? Das ist echt leicht verdientes Geld, mein Freund. Der war gut. Was meinst du? Das ist ein Witz, oder? Stichwort Styles, Experiment? Nein, Stichwort 15 Pfund. Was ist denn daran so lustig? Ah, du meinst es wirklich ernst? Wer für einen Freak arbeitet, kann nur selbst ein Freak sein. Schönen Tag noch. Na ganz toll. Scheinbar arbeite ich für Graf Dracula. Nee, aber für Dr. Styles. Hallo? Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Hinlegen und entspannen und dafür auch noch bezahlt werden. Falls du Lust auf den Job hast, kann ich dich gleich in die Liste eintragen. Dr. Styles, bist du wahnsinnig? Wieso habe ich das Gefühl, ich vergraule jetzt alle Studenten? Zack, Game Over. Das ist nicht Ziel des Spiels. Was gibt's? Die Chance deines Lebens. Oder zumindest den größten Spaß, den du jemals in einer Zwangsjacke hattest. Kleiner Neurobiologenwitz. Das glaube ich kaum. Du wirst niemanden finden, der dumm genug ist und sich auf ein Experiment mit Styles einlässt. Das garantiere ich dir. Ja, ich hab mir sowas ja Ach schon ja? gedacht. Ich werde schon Leute finden, die dumm genug sind. Oder vielleicht auch nicht. Tja, wenn alles zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist das wohl auch so. Tut mir leid, Houdini. Ich hab's versucht. Aber der hat irgendwas fallen lassen. Willkommensparty für Erstsemester auf dem Campus von St. Edmund Hall. Das ist heute Frischfleisch.
Die passt gut zum Dr. Styles, muss ich sagen. Aber wirklich. So, was haben wir hier? Pup Windy Dog. Aber ist doch eigentlich schon klar, wenn er bis dato noch niemanden gefunden hat für sein Experiment, dass ich auch nicht schaffe, einfach so jemanden zu überreden. Leider haben sie geschlossen. Ja, leider. Das ist ein schönes Bild. Ist hier sonst nichts? Der Pub heißt Windy Dog. Ungewöhnlicher Name. Aber bleibt im Gedächtnis. Oh. Ein Löwe und ein Einhorn. Die Architektur Englands entschädigt fast schon für das schlechte Wetter. Interessantes Outfit. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass er hier nicht nur herumsteht, um frische Luft zu schnappen. Brasnose College. Bestimmt darf ich nicht rein, ne? Bin mir ziemlich sicher. Aber mit welcher Begründung? Ihren Ausweis bitte. Personalausweis? Studentenausweis. Ach so, den habe ich leider in meinem Zimmer vergessen. Tut mir leid. Nicht so schnell, so lauten nun einmal die Regeln. Schönen Tag noch. Danke. Ey, das wär's ja, ne? Wenn du wirklich deinen Ausweis im Zimmer vergisst, dann kommst du nie wieder rein. Ein Alice im Wunderland Souvenirladen? Nicht gerade mein Ding. Nicht? Hätte ich jetzt nicht gedacht, so wegen Houdini und so. Ist immer ein weißes Kaninchen, ne? So. Dampfender Gulli. Ich kann mir wieder einen dampfenden Gulli angucken, warum auch immer. Und ich kann dann hier weiter, da würde ich auch weiter gehen. Wahrscheinlich laufe ich dann im Endeffekt im Kreis. Ein dampfender Gulli. Und mir fällt auch gerade auf, die Zeit ist ja schon längst vorbei. Gut, dann mache ich hier den Schnitt, dann machen wir in der nächsten Folge in Oxford weiter. Bis dann, tschüss, eure Teil.